Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu einem neuen Kurzreview. In der heutigen Ausgabe soll es um den T1 Heavy Tank gehen, den schweren Panzer der Stufe 5 der Amerikaner, im Grunde der erste schwere Panzer im Forschungsbaum. Wir gucken mal kurz drauf. Wir sehen hier Stufe 5, der Vorgänger der M3 Lee ist noch ein Medium-Panzer und der T1 ist dann der erste schwere Panzer der Amerikaner, den man sich in die Garage von World of Tanks stellen kann. Der Nachfolger, den M6, den habe ich auch schon, wie ihr seht, und danach geht es über den T29, T32, M103 zum T110E5. Es ist also eine sehr bekannte und ich sag mal auch eine sehr beliebte Linie, denn ja, im Grunde kann man sagen, dass mit dem T1 man wirklich schon drauf geschult wird, dass die Amerikaner ja gute Hull-Down-Kämpfer sind, beziehungsweise eine gute Gun-Depression haben. Das kann man auf jeden Fall auch sehen. Hier steht es, minus 10 Grad Gun-Depression, also der T1 ist da ganz... ja, in der Tradition der amerikanischen Panzer in World of Tanks. Und ich möchte ihn ganz kurz ein bisschen vergleichen mit dem KV-1, mit dem Klassiker der Russen auf Stufe 5. Und wir sehen es schon, der große Unterschied, ja, wenn man sagen kann groß, dann meine ich auch groß, der T1 ist deutlich höher als der KV-1. Und von der Breite her nehmen sie sich, glaube ich, nicht viel. Von den Panzerungswerten sind sie ähnlich, aber nicht identisch. Der T1 hat an der Front, an der Wanne 95 mm und der KV1 hat 75. Beim KV1 kann da trotzdem was bouncen, denn gerade dieser Bereich hier, der ist sehr, sehr angewinkelt. Dafür aber der Bereich hier nicht, das kann man auch hier sehen, da ist der Winkel nicht wirklich gut. Beim T1 ist die gesamte Front leicht gewinkelt, aber auch nicht wirklich sehr. Sie nehmen sich also von der Frontpanzerung relativ wenig. Sie haben beide sehr breite Ketten und trotz, dass der T1 so einen nach vorne verlagerten Turm hat, finde ich, dass man ihm mit ihm sehr gut Sidescrape machen kann. Das werde ich dann auch in einem Beispiel zeigen. Ich habe zwei Replays mitgebracht. Einmal das erste Replay ist, glaube ich, eine erste Klasse. Und da werde ich auch abgeschossen. Aber man sieht sehr gut, was die Panzerung wert ist. Nämlich einiges. Und in der zweiten Runde zeige ich euch das Panzerass von dem Fahrzeug. Aber bleiben wir mal noch kurz in der Theorie. Die Kanone vom T1 hat einen Pen von... wir gucken drauf. Es ist eine 76 mm Kanone. Ein Pen von 128 mm mit einem Alpha von 115. Es ist also ein Heavy, der, wie ihr schon seht, auch sehr, sehr schnell schießt. Nachladezeit hier Stock von 3,5 Sekunden. Da geht also mit Ansetzer und der entsprechenden Mannschaft doch schon deutlich was an die 3,0 Sekunden, würde ich mal sagen. Die Zielerfassung mit 2,3 ist durchschnittlich, für die Tierstufe, glaube ich, sogar relativ gut oder jetzt nicht megamäßig schlecht. Und die Streuung ist mit 0,43 jetzt auch, naja, es ist schon ungenau, das muss man sagen, aber ich glaube, da ist der T1 Heavy Tank auf der Tierstufe nicht alleine. Denn wenn wir uns mal den KV-1 da im Gegenzug anschauen, der hat eine 85 mm Kanone und die hat ein bisschen weniger Durchschlag, 120 mm, auch die APCR-Pen-Werte sind deutlich schlechter mit 161 zu 177, aber der KV-1 schießt halt nicht ganz so schnell, hat eine Ticken genauere Kanone und macht aber 160 Alpha-Schaden im Schnitt und das ist schon für einen Tier-5-Panzer ziemlich gut, da sticht er also den T1 aus. Allerdings ist die Zielerfassung mit 2,9 Sekunden auf dem KV-1 wirklich schlecht, muss man sagen. Ich hatte am Anfang mit dem T1 so ein bisschen meine Probleme, weil ja einen Heavy Tank, der so eine schnell schießende Kanone hat, da muss man sich schon mal dran gewöhnen. Man kann also schlecht in den Brawl gehen,
weil natürlich die gegnerischen Heavys, gerade wenn man auf 6er oder auch auf 7er trifft, die haben einen deutlich höheren Alpha, dafür eine längere Nachladezeit und in der stehen die meisten natürlich in Deckung und man kann keinen Schaden machen. Da muss man also so ein bisschen seinen Weg finden, damit umzugehen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Panzerung. Ich habe ja gesagt, dass der T1 im Sidescrape doch ganz gut ist, obwohl die Seitenpanzerung der Wanne mit 52 mm nicht wirklich bombastisch ist. Aber was man nicht vergessen darf, dieser ganze Bereich hier, das ist Schottpanzerung. Also hier drüben genau das gleiche. Und wenn euch da ein Gegner drauf schießt, dann hat der ganz, ganz schlechte Karten, euch da zu penetrieren. Und wo man ein bisschen aufpassen muss, sind diese beiden Teile hier, denn wenn man den Panzer zu stark anwinkelt, dann zeigt man dort eine gerade Fläche und dann ist man dort wunderbar penetrierbar. Habe ich auch selber schon festgestellt, nicht feststellen müssen, sondern ich habe es festgestellt, als ich einem T1 gegenüberstand und wir beide 20 Meter uns gegenüberstanden. Beide waren angewinkelt, er ist ein paar Mal an mir gebounced und ich habe ihm einfach immer hier durchgeschossen und habe einfach mit jedem Schuss Schaden gemacht und habe das Duell am Ende gewonnen. Das sollte man also wissen, wenn man vielleicht einem T1 gegenübersteht, beziehungsweise wenn man ihn selber fährt, dass man vielleicht die Wanne nicht überwinkelt, um dann hier eine gerade Fläche zu zeigen. Was man zur Mobilität sagen muss im Vergleich zum KV-1, ist der T1 nicht unbedingt schneller? Sie haben fast beide die identische Topspeed. T1 mit 35, KV1 mit 34 Kilometern pro Stunde. Dann nehmen sie sich nicht sehr viel. Allerdings, was ich sagen muss, der T1 hat ein Leistungsgewicht von, Moment, wir gucken mal in die Beweglichkeit rein, von 16,38 PS pro Tonne und das im Vergleich zum KV1, der hat nämlich bloß 10 PS pro Tonne. Das merkt man wirklich deutlich. Der T1 Heavy Tank ist viel schneller auf dem Top Speed und auch die Drehgeschwindigkeit oder Wendegeschwindigkeit von 26 Grad im Vergleich zu 21 Grad ist schon deutlich spürbar. Er ist wirklich mobiler und agiler und das macht ihn wirklich zu einem, finde ich, sehr angenehm zu fahrenden Panzer. Er ist also wirklich nicht so eine träge Schüssel wie der KV-1. Was die Turmpanzerung angeht, muss man sagen, ist der KV-1 tatsächlich ein bisschen besser. Der T1 hat eine Turmpanzerung von 101 mm und der KV-1 von 110. Allerdings hat der KV-1 keine so gute Gun Depression und ihr seht es schon hier, die Fläche ist ziemlich gerade. Da kann man also, wenn man ausreichend Pen hat, dort durchaus auch durchkommen. Allerdings hier ist es schräg, da ist es schräg. Es kann da auch schon mal einiges bouncen. Und beim T1 ist es im Grunde ähnlich. Man denkt auch von vorne, naja, das ist ja alles gerade Fläche. Aber nein, wenn man mal von der Seite schaut, das ist alles gerundet. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, also muss man schon wirklich hier genau treffen. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man hier oben oder hier unten trifft, sehr hoch, dass der Schuss abprallt. Hier oben ist es natürlich gut, für wenn man selber im Panzer sitzt, dann geht der Schuss irgendwo hin. Wenn man hier unten abprallt, dann kann es trotzdem sein, dass man durchkommt, weil dann prallt der Schuss auf die Oberwanne drauf und da sind die wenigsten Panzer wirklich gut gepanzert und dann kann es schon sein, dass man dort trotzdem penetriert. Aber sei es drum, der Turm kann in der Hold-Down-Situation, wenn man Top-Tier ist, auf jeden Fall einiges abprallen. Aber so viel zur Theorie. Ich habe euch, wie gesagt, zwei Replays mitgebracht. Das erste ist ein Ausschnitt von einer Runde auf Highway, wo ich auf der Heavy Lane im Sidescrape stehe. Und in der zweiten Runde sind wir auf Live Oaks, wo ich euch mein Panzerass mit diesem Fahrzeug zeige. Viel Spaß dabei! Und da sind wir in der ersten Runde. Wohlgemerkt, es ist ein Replay und damit nachkommentiert. Ich bin hier auf Highway, bin Top-Tier und wir werden in dieser Runde sehen, ja, wie stark die Panzerung eigentlich dieses Fahrzeugs ist. Ich finde sie auf dem Papier ist sie ja schon ein Ticken besser als beim KV-1. Und auch gefühlt im Gefecht wirkt der T1 Heavy, als ob er doch einen Ticken bessere Panzerung hätte. Aber vielleicht kommt er mir einfach noch von der Fahrweise entgegen. Und wir sehen auch, wie schnell er auf seinem Topspeed ist.
Wohlgemerkt, das Leistungsgewicht mit 16 PS pro Tonne, das ist schon für einen Heavy Tank ziemlich gut. Und ich fahre hier über die Nullerlinie und kann euch auch schon verraten, dass ich dort sterben werde. Aber bevor ich dort sterbe, ja, nehme ich einiges an Gegner mit und werde auch einiges an Schaden austeilen. Am Ende werden wir sehen, es sind dann einfach zu viele Gegner. Ich habe relativ wenig Support, beziehungsweise den Support, den ich habe, der stirbt da vor mir dann weg. Aber wir können dort die Ecke ganz gut verteidigen, sodass es am Ende unserem Team auch was nützt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Die Ecke, wo wir hinfahren, die ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wenn man dort die Gegner eine Weile beschäftigen kann, dann kann man auch seinem Team die entsprechende Zeit verschaffen, vielleicht an einer oder der anderen Stelle die Runde zu entscheiden. Man steht dort, wo ich jetzt hinfahre, auch relativ artisicher. Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht um die Ecke drumherum fährt. Das werdet ihr gleich sehen. Das werde ich auch nicht tun, sondern ich bleibe dort eher relativ passiv und lasse die Gegner kommen. Genau hier diese Ecke meine ich. Da haben wir jetzt schon einen T25. Der bounce da direkt auch. Ich habe mich kurz vorher noch angewinkelt. Und ihr seht schon, ich bin gar nicht so stark angewinkelt, aber das reicht schon, dass der T25 da an uns abprallt. Und ja, der T46 hier, naja, leichter Panzer der Stufe 3, der hat dort im Grunde nichts zu suchen. Der wird auch gleich das Zeitliche segnen. Und da ist er auch schon weg. Und jetzt geht im Prinzip das Spannende hier los. Wir haben schon zwei Bouncer gefangen. Der gegnerische T1, wir winkeln uns leicht zu ihm an. Na, er schießt nicht. Jetzt kommt er noch einen T34. Um die Ecke oder von hinten ran. Keine Ahnung, was der da will. Und die Schüsse gehen... Ja, KV1 Bounce. T1 hat uns nur die Kette gezogen. Wir haben repariert. Und jetzt, ja, jetzt geht es hier im Grunde fröhlich ans Schießen. Für den KV-1 benutze ich jetzt auch gleich mal eine APCR-Kugel, aber die nützt gar nichts. Ne, da haben wir auch verschossen, leider. Ja, 0,44, beziehungsweise vielleicht ein Ticken besser mit Mannschaft, das ist halt nicht viel. Ich bewege mich jetzt hier in den Sidescrape, benutze hier die Häuserecke. Da, ihr seht schon, da prallt jetzt einiges ab und wir können da wunderbar den gegnerischen T1 durch das vordere Kettenrad schießen, ihn dadurch tracken und am Ende auch rausnehmen. Und wir haben jetzt schon 1400 Schaden gebounced. Aber jetzt wären es einfach zu viele. VK30 bounced an uns, obwohl der eigentlich auch gar keine so schlechte Kanone hat. Ja, und dann am Ende macht es der KV1. Aber was soll ich sagen? Also wir haben gesehen, wie stark die Panzerung ist. Sei es jetzt im Sidescrape oder sei es nur angewinkelt. Da kann schon einiges abprallen, gerade wenn man Top-Tier ist. Ja, macht das auf jeden Fall Spaß, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt werden einige sagen, ja, aber der hat doch so einen Turm nach vorne verlagert. Da ist doch Sidescraping gar nicht so gut, weil dann eh ich schießen kann, zeige ich viel zu sehr von meinem Arsch. Das stimmt natürlich. Wenn man jetzt gegen Tier 7 Panzer anfängt mit Sidescraping, dann kann das auch ganz schnell in die Hose gehen, aber das ist bei jedem Panzer so, den man als Low-Tier-Fahrzeug fährt. Ich finde als Top-Tier die Erfahrung, die ich gemacht habe, funktioniert ziemlich gut. Am Ende war das eine erste Klasse. Wir haben 1800 Schaden selber gemacht, haben rechts oben stets 1820 Schadenspunkte gebounced, um... Die Live-WN8-Anzeige sagt jetzt irgendwas knapp unter 4000. Das ist für einen Tier-5-Panzer, was die Schadens- und Blocktwerte angehen, wirklich ziemlich gut. Und wir haben unserem Team die entsprechende Zeit dadurch verschafft oder die Möglichkeit gegeben, dass sie auf der anderen Seite durchbrechen konnten, indem wir so viele Fahrzeuge hier gebunden haben. Aber gut, schauen wir in die zweite Runde und schauen wir uns das Panzerass oder mein Panzerass im T1 Heavy an. T1 Heavy Tank Panzerass Runde von O'Hare. Wir sind auf Live Oaks und sind auch wieder Top Tier. Wir sehen, wir haben noch einen OE Experimental als Heavy und einen Churchill. Im Gegnerteam witzigerweise genau dasselbe Setup an Heavy Tanks.
Es ist irgendwie sehr lustig, finde ich. Und ja, ich bin schwerer Panzer, deswegen fahre ich natürlich Richtung Stadt. Hab ein bisschen Bedenken, weil die Gegner haben dann doch relativ viele Lights. Das hat jetzt unbedingt auf der Tierstufe nicht viel zu sagen. Klar, auf Tier 3 und Tier 4 sind viele Panzer halt leichte Panzer. Aber die sind natürlich auch mobiler. Und wenn die da ein bisschen Aggro über die Medium Line drüber drücken, dann haben wir natürlich ein Problem. Da versuche ich einen Snapshot. Gehe höchstwahrscheinlich dadurch auf. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen sechsten Sinn auf der Mannschaft. Und da haben wir den ersten Querfahrer. Sehr schöne Panzer. Was ist das? 3-4 oder so? Ah, da treffen wir die Seitenpanzerung und bouncen. Auch er bounced hier an uns, obwohl wir in einem ganz beschissenen Winkel zu ihm stehen. Ja, auf den Lux wollte ich dann zu viel. Und den haben wir nicht getroffen. Aber jetzt versuche ich, schnell in die Stadt zu kommen. Damit auch gar nicht die Bison da, die gegnerische Arti, auf die Idee kommt, auf uns zu schießen. Ich fahre jetzt hinter dem UI Experimental her, nutze dieses große Ding so ein bisschen als Mietschild und, naja, als Panzerung kann man es nicht sagen, denn der UI Experimental hat nur 75 mm, der hat weniger als wir. Huch! Und dann fahre ich auch noch wie so ein Anfänger. Aber ich benutze ihn halt trotzdem. Er ist halt groß, er kann viele Schüsse fangen und er bleibt aber jetzt hier stehen. Und jetzt, was mache ich jetzt, UI? Habe ich mir da gedacht, naja, fahr ich jetzt vor oder lasse ich ihn alleine? Dann habe ich erstmal hier ein bisschen durch die Gegend geguckt. Vielleicht findet ja der Churchill da was. Da oben. Aber ja, die Sichtweite ist nicht die allerbeste. Wir kommen also nicht bis zum Camperhügel. Selbst mit Scherenfernrohr kommen wir da zwar gerade hin, aber ob wir dort einen getarnten TD aufmachen, ist sehr fraglich. Und ich gehe da gar nicht erst das Risiko ein, dass wir da aufgemacht werden, beziehungsweise dass wir da ein statisches Ziel bieten, ohne dass wir wissen, dass wir offen sind. Und fahre deswegen weiter vor. Der UI drückt daraufhin mit oder fährt mit. Und jetzt gucke ich hier so ein bisschen um die Ecke, ob da irgendwas aufgeht. Leider habe ich noch das Stockfunkgerät auf dem Teil drauf und deswegen sehen wir nicht, was auf der Nullerlinie so richtig passiert. Denn das Funkgerät braucht man auch nicht, um den M6 zu erforschen. Und gerade auf den niedrigeren Tierstufen spare ich mir dann gut und gerne einfach mal die XP, um einfach schneller zum nächsten Panzer zu kommen. Hier scheint jetzt nichts zu sein. Und deswegen fahren wir jetzt hier einfach mal vor, ein bisschen aggressiv den Gegner unter Druck setzen. Es steht mittlerweile auch schon 6 oder gerade noch 5, jetzt 6-7. Die Runde ist ziemlich ausgeglichen und wir müssen aber jetzt auf der Seite mal irgendwas machen. Hallo Churchill. Eigentlich ist mit der ungenauen Kanone Sniper nicht unbedingt die beste Variante. Ihr seht es schon auf dieser Entfernung, das sind ungefähr 250, 300 Meter. Das wird schon schwierig. Aber wir haben ihn getroffen, aber trotzdem, ich verkürze jetzt den Weg so ein bisschen, um einfach die Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen, zu erhöhen. Und ja, trotzdem wird das nichts. Da ist jetzt auch mittlerweile die Artillerie auf uns eingezielt. Macht zum Glück nur 6 Schaden. Und dort haben wir den gegnerischen T1. Ich versuche jetzt hier wieder mit ein bisschen Sidescraping zu arbeiten. Er schießt uns jetzt die Deckung weg. Wir können ihn tracken. Und jetzt erstmal auf sein Kettenrad. Und jetzt habe ich auch ein bisschen APCR geschossen. Und er macht bei uns keinen Schaden. Jetzt lade ich wieder um. Ich wusste halt, dass die 128 mm gegebenenfalls ein bisschen schwierig werden könnten. Auf den Crusader brauchen wir die nicht. Wir treffen seinen Turm. Er bounced an uns. Ja, er hat keine Chance. Wir stehen zu gut angewinkelt für ihn. Und jetzt macht er den Fehler. Er fährt vor, beziehungsweise will abhauen und zeigt zu viel. Und wir treffen ihn. Der gegnerische OI Experimental ist auf der Medium Line. Hat sich jetzt mit unserem Mother da angelegt. Da ist wieder die Arti. Und ich stehe jetzt hier, habe 680 Schaden gemacht und denke mir, jetzt muss irgendwas passieren. Und deswegen drücke ich jetzt aggressiv vor. Ich bin noch fast voll und versuche jetzt aus der Fahrt den Churchill zu treffen. Setze meine ganzen Hitpoints ein, die ich habe. Und treffe ihn einfach nicht. Bleibe jetzt stehen, damit ich ihn rauskriege. Aber da reicht der Alpha nicht. Und wir fressen hier einen Schuss nach dem anderen. Aber jetzt geht er zum Glück raus. Und da ist das Stück.
Das bounced. Das ist das Stück 4. Und da ist die Arti, die jetzt zum Glück geschossen hat. Das Stück trifft nicht. Das ist dieses Stück für die Aufträge. Das ist nicht das Stück 3G. Ich versuche da an die nicht gewinkelten Flächen zu treffen. Und schaffe das auch. Und das Stück selber, ja, macht nur einmal Schaden an uns. Und die Arti, die abhaut, ja, die gehört jetzt uns. Da verschießen wir nochmal. Ich versuche nochmal ein bisschen genauer zu zielen. Verschieße nochmal. Oh je, Mine. Und da geht sie raus. Sehr gut. Wir haben also wieder gesehen. Wir haben dem Stuck nur den Turm gezeigt. Und da ist, ja, wir gucken mal kurz. Ja, alles gebounced. Wo ist es durchgekommen? An der Fahrerluke. Dort, wo das MG ist, ist es durchgekommen. Das kann aber auch der Churchill gewesen sein. Ist ein bisschen jetzt schwer zu sagen. Aber ich habe auf jeden Fall zum richtigen Moment, ja, die Panzerung bzw. die Hitpoints eingesetzt und habe den Churchill, der Lowlife war, einfach unter Druck gesetzt. Ich hätte vielleicht einen Moment eher stehen bleiben sollen und in Ruhe einzielen sollen. Da hätte ich jetzt vielleicht ein paar mehr Hitpoints noch. Aber ich wusste auch, dass der Churchill, ja, keinen hohen Alpha hat. Und deswegen kann man sich dann einfach auch mal ein paar Schüsse fangen. Dafür ist ja ein schwerer Panzer auch da. Jetzt bin ich noch kurz stehen geblieben. Weil ich dachte, der T-34 kommt davor. Er kommt jetzt auch. Allerdings, ja, wir verschießen zweimal. Und jetzt denke ich mir, ach komm, was soll er machen? Maximal einmal schießen kann er noch. Und bam, er schießt gar nicht nochmal. Damit haben wir 5 Kills. Und wir haben jetzt sogar weniger, deutlich weniger Schaden gemacht als in der Runde, die ich euch zuvor gezeigt habe. Und wir haben auch deutlich weniger Schaden gebounced. Unterschied ist, wir haben überlebt und wir haben, ja, 5 Kills gemacht. Und das hat am Ende gereicht, dass diese Runde zum Panzerass geworden ist. Es hat mich dann natürlich trotzdem ein bisschen gewundert, aber Panzerass ist Panzerass. Und wir haben auch gesehen, was man oder wie man im richtigen Moment einen schweren Panzer fahren muss. Einfach dann mal aggressiv auf den Gegner drauf. Es war halt nur der Low-Tier, oder nicht Low-Tier, sondern der Low-Life Churchill da. Und das Stuck hat nicht viel von uns gesehen, außer den Turm, und ist aufgrund dessen halt nur einmal durchgekommen und den Rest halt gebounced. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Wie versprochen war das die Panzerass-Runde im T1 Heavy Tank. Es gab ansonsten den Schläger, den Duellanten, den Kämpfer, Wirkungsfeuer und Bombensicher. Stahlwand gab es auch noch. Wir haben insgesamt 1300 Schadenspunkte gemacht. Wir sehen, der Marder 38T, der war richtig gut mit 1500. Er hat einen Kill weniger, aber wir waren witzigerweise trotzdem, was die Erfahrungspunkte angeht, vor ihm. Wir schauen mal kurz drauf. Er hat keinen Schaden ermöglicht, beziehungsweise, naja, 12 Schadenspunkte und stand auch halt nur rum. Und wir haben im Gegensatz halt noch einen Kill mehr gemacht, haben 740 Schadenspunkte ermöglicht und haben insgesamt 1000 Schadenspunkte auch noch gebounced. Daran sehen wir den Unterschied, was es dann ausmachen kann, ob es ein Panzerass wird oder nicht. Ich vermute mal, dass der Marder mit 966 keins hatte, aber ich weiß es nicht, will es nicht beschreien. Ist auch am Ende egal. 30.000 Credits gibt es mit nach Hause. Und mit Tagessieg waren das dann 3.450 Erfahrungspunkte. Ja, T1 Heavy Tank. Ein, wie ich finde, mobiler oder sagen wir mal agiler schwerer Panzer. Aufgrund seines sehr guten Leistungsgewichtes. Die Top Speed ist heavy-like, aber er kommt halt durch die vielen PS sehr schnell auf diese Geschwindigkeit und auch die Drehgeschwindigkeit ist sehr angenehm. Er hat eigentlich eine schöne Kanone, die Pen-Werte sind völlig ausreichend. Auch mit APCR hat man auf Tier 7 auf jeden Fall Chancen, zumindest Schaden zu machen. Die Panzerung ist im Top- und Mid-Tier-Bereich auf jeden Fall konkurrenzfähig oder sehr gut sogar, muss man sagen. Ihr habt gesehen, was da alles bounced. Er bekommt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wer also einen schweren Panzer auf Stufe 5 sucht,
Der hat mit dem T1 auf jeden Fall Spaß. Natürlich ist der KV1, den ich im Vergleich rangezogen habe, nicht schlecht. Das ist auch ein ziemlich guter, schwerer Panzer. Wer aber ein bisschen mehr auf Mobilität steht und noch ein bisschen schnellere schießende Kanone haben möchte, der kann auf jeden Fall zum T1 greifen. In diesem Sinne sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen über den T1 in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch Verbesserungswünsche, dann auch ab damit. Und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos oder Reviews. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.